Nun ist es also endlich soweit, Lügenkrische verkauft seine sogenannten Tantra-Massage-Kurs-Videos. Und sie scheint von überall herbeizuströmen, die begeisterte Kundschaft. Wie könne man ihnen denn auch vorwerfen, mit dem Kauf einen schmierigen Narzissten mit notorischem Hang zur Lüge zu unterstützen, der seine geistig geforderte Freundin nötigt, sich aus ureigenem finanziellen Interesse vor der Kamera von ihm befummeln zu lassen. Doch schauen wir uns diese Kundschaft doch mal genauer an. Besonders ins Auge fällt ein Profil, das wir so auf Christians Kanal noch nie gesehen haben. Das ist umso bemerkenswerter, als dass Herr Pörzel durch chronisches Bannen ihn nicht bestätigender Kommentare die wohl kleinste Userbase bezogen auf seine Abonnentenzahl hat. Ja, wer nicht permanent am Schleimen ist, kommt auch nicht in den Genuss, seinen Kommentar freigeschaltet zu bekommen. Nun will der Nutzer dieses bisher völlig unbekannten Profils, angeblich eine Frau, den Tantra-Kurs sofort nach Veröffentlichung gekauft und mit der Freundin ausprobiert haben. Sie lobt den Kurs unseres unzertifizierten, selbsternannten Tantra-Meisters in den höchsten Tönen und ist davon so angetan, dass sie gleich Krisches geschwollenen Schreibstil annimmt. Genug, um uns stutzig zu machen und der Sache auf den Grund zu gehen. Der Account hat auf YouTube genau zwei Kommentare geschrieben, einen unter dem Tantra-Kurs-Werbevideo und einen weiteren vor 8 Monaten unter einem anderen Lügen-Guru-Video. Auch in dem zweiten Kommentar wird geschleimt, was das Zeug hält, und eine Steilvorlage für Krische geliefert, um sich als edlen weißen Ritter zu präsentieren. Recherchiert man noch etwas weiter, fällt auf, dass das Profilbild verwendende Personen unter verschiedenen Namen Bewertungen quer durchs Internet abgeben, von einem russischen Augenoptiker über die beiden Kommentare unter Rohspritzes Videos bis hin zu dubiosen fremdsprachigen Dating- und Sexspielseiten. Näher wird auf die auf den ersten Blick als dreiste Werbung eines Fake-Profils zu erkennenden Kommentare aus Datenschutzgründen nicht eingegangen. Der Verdacht, Herr Pörzel würde selbst Gespräche mit seinen Fake-Accounts führen, sei es zur Profilierung als edler Held oder schlicht aus verkaufsstrategischen Gründen, erhärtet sich umso mehr nach dem Telefonat, welches ich mit der auf dem Profilbild abgebildeten Dame geführt habe. Identitätsdiebstahl ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt und kann nicht nur den Ruf der Betroffenen schwer schädigen. Sicher würde das den Videokurs publizierende Partnerunternehmen Digistore das ähnlich sehen. Nun aber zum Telefonat. Verständlicherweise war die werte Dame sehr überrascht und hat einer Anfertigung eines Audiomitschnitts nicht zugestimmt. Im Folgenden das durch BC Computer Stimmen vorgelesene Transkript nach Gedächtnisprotokoll. Die Namen wurden geändert. Die Dame hat einen seriösen Eindruck gemacht und akzentfrei Deutsch gesprochen, weder halte ich es für wahrscheinlich, dass sie Kunde eines Augenoptikers in Russland war, noch dass sie aus dem Nichts heraus auf Christians Kanal auftaucht, sofort seinen Videokurs kauft und am selben Tag die dargestellten Praktiken während der Geschäftszeiten mit ihrer Freundin ausprobiert. Die Musterfirma, mein Name ist Susanne Schneider. Schönen guten Tag, Frau Schneider, ich grüße Sie, mein Name ist Oleg Mochslova und ich habe vielleicht ein etwas seltsames Anliegen. Und zwar gehöre ich einer Gruppe an, die sich im Internet mit Datenmissbrauch beschäftigt. Ja. Und wir versuchen dabei, besonders dreisten Datendieben das Handwerk zu legen. Ja. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir vermuten, dass Sie Opfer eines solchen Datenmissbrauchs geworden sein könnten. Okay. Und zwar im, vielleicht vorab, dürfte ich Sie bitten, einer Aufnahme zuzustimmen? Das würde uns die Handhabe im Weiteren wesentlich erleichtern. Natürlich würden wir alle Ihre personenbezogenen Daten unkenntlich machen. Von welcher Firma sind Sie denn jetzt überhaupt? Wir sind von Netzwerk OG, wir machen das aber privat und das ist seine persönliche Motivation. Ich könnte Ihnen aber im Vorhinein auch schon mal sagen, worum es geht, bevor Sie zustimmen. Erstmal stimme ich gar nichts zu, weil ich muss mich informieren. Richtig. Nee, erstmal muss man sich informieren, worum es geht, und dann muss man Entscheidungen treffen, also jetzt so am Telefon geht gar nicht. Worum geht es denn überhaupt generell? Ja genau, dann sage ich Ihnen das erstmal, kennen Sie die Videoplattform YouTube? Ja klar, wer kennt sie nicht? Gut, und zwar gibt es da einen Nutzer, der Rohspirit heißt. Kennen Sie den? Nein, woher denn auch? Okay, das ist schon mal interessant. Und zwar handelt es sich dabei um den Leipziger Trickbetrüger Christian Pörzel und ihm, der benutzt die Videoplattform derzeit, um Reklame für ein von ihm selbst produziertes Tantra-Massage-Kurs-Video zu machen.
Aha. Und zwar dieses Video, das sind eigentlich nur plumpe Anleitungen zur Masturbation und die enthalten dementsprechend auch pornografische Inhalte. Im Kommentarbereich dieses Videos befindet sich eine positive Bewertung des angegebenen Massagekurses von einem Nutzer mit dem Namen Happy Hanna, also zu Deutsch fröhliche Hanna. Aha. Dieser Nutzer verwendet anscheinend ihr Profilbild, nämlich das, was sie hier auch auf dieser Seite haben. Da auf der Musterfirma-Seite? Ja, genau, richtig. Okay. Und dem, ja, ich frage sie das jetzt einfach mal so plump. Sie sind nicht der Nutzer Happy Hanna? Im Folgenden würde ich Ihnen nämlich gerne mal den Kommentar vorlesen. Ja, dann lesen Sie mal vor. Ja. Okay, also ich zitiere Happy Hanna, es geht jetzt um diesen Tantra-Massage-Kurs. Ja. Gestern gekauft und direkt mit meiner Freundin ausprobiert. Wir haben uns jeweils gegenseitig massiert und sind dir sehr dankbar für diesen Na, Film. Na aber, das ist mit dem Bild verknüpft, was bei uns auf der Homepage ist. Richtig. Ich sage Ihnen gleich auch, wie Sie dahin finden. Ja. Ich lese wieder. Ja. Wir haben uns gegenseitig massiert nee, und... Warte mal, ist das verknüpft mit dem Bild, das bei uns auf der Homepage ist? Ja, genau. Das ist Ihr Bild. Okay, okay. Aber da müsste ich mich ja nicht mit Ihnen in Verbindung setzen, sondern mit YouTube, ist das richtig? Ja, genau. Sie hätten da drei Möglichkeiten, da würde ich auch im Folgenden nochmal drauf eingehen. Ja, genau. Das Problem ist, ich sehe noch nicht mal Ihre Nummer. Sie sind als unbekannt hier eh weitergeleitet worden. Ja, natürlich. Das hat eh, das stimmt auch, und zwar sind wir regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt, weil wir natürlich Leuten auch okay, auf den Schlips treten. Okay, nur ich kenne Sie überhaupt nicht. Sie erzählen mir jetzt irgendwas, aber tut mir leid, da kann ich jetzt überhaupt nicht drauf reagieren. Möchte ich auch nicht, okay? Ja gut, aber dürfte ich Ihnen wenigstens sagen, wie Sie das im Internet finden, dass Sie sich selbst überzeugen könnten? Ja. Aber dazu habe ich von Ihnen, glaube ich, oder von einem anderen schon eine E-Mail bekommen. Ach ja, ist das so? Mit dem Rohspirit, ja? Na so, nee, E-Mail wurde schon weitergeleitet und deswegen dann... Das nee. War dann wohl mein Kollege. Ja, alles klar. Also schauen Sie sich das an, Sie ja. sehen das dass ich da nichts erfunden habe und Sie können den Kommentar melden, Sie können auch das betreffende Video melden, was ich Ihnen empfehlen würde, und der letzte Schritt wäre dementsprechend auch eine Strafanzeige. Ja. Okay, also wenn Sie sich damit beschäftigen und drum kümmern, dass sowas nicht passiert, finde ich das ne tolle Angelegenheit, ne tolle Motivation, aber da würde ich jetzt erstmal recherchieren, okay? Klar, es ist natürlich auch erstmal verstörend, sowas über sich zu erfahren, schauen Sie es sich an. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen ja, Tag okay. und... Ja, danke, tschüss. Tschüss. Besonderer Dank gebührt BBV Bernd, der im unermüdlichen Einsatz für die Gerechtigkeit auf den Fall gestoßen ist, sowie Frau Zuckerschnitti für ihre präzise Analyse des Sachverhalts. Zu guter Letzt möchte ich noch meinen geschätzten Kollegen Professor Dr. Ohl erwähnen, der mir eine große Inspiration für das Gespräch war und auch seinerseits tätig wurde, um einen Teil des Unrechts zu tilgen, welches der Lügenkultivator über die Welt gebracht hat. Hashtag Liebe. Zum Ausklang Aveng Bonso Material. Guten Morgen. Durch den Tantra-Kurs wird jede Partnerschaft geboostet, aber ohne Ende. Also das ist, da gibt's kein Limit, weil das ist Perfektion. Tantra-Videokurs, Tantra-Kurs, mein Online-Tantra-Kurs, einfach nur Tantra, Tantra-Videokurs, Tantra-Kurs, Großaufnahmen der Vagina. Und ein Thema, das letzte, ist halt eben die Vagina, die Großaufnahme der Vagina. Die Massage, die Stimulation der Vagina, die ist ja auch mit diesem Schleier wunderbar zu erkennen. Tantra-Videokurs, ich nehme die Hand auch sozusagen, auch raus aus der Vagina, wenn man in der Vagina drin ist. Die Erotik, Pornografie, Tantra-Videokurs, 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 Tantra-Massage. Ist ganz oft so, dass wenn ich im Sommer irgendwo bin und jemand sagt, oh, mir tun die Füße weh oder fühle mich gerade nicht so gut, und sage ich, hey, soll ich den Rücken massieren, soll ich den Bauch massieren, soll ich dir die Brüste massieren, soll ich dir die Vagina massieren? Tantra-Massage, Brüste und Vagina, 49 Lektionen, wie man irgendjemand zum Orgasmus bringt. Tantra-Kurs, Tantra-Massage, klar artikuliert, im Wesen des Tantras, ein Tantra-Kurs, in dem sich zwei Menschen energetisch aufeinander zubewegen und gleich schwingen. Tantra, man kann durch den Tantra-Kurs auch sein soziales Umfeld erweitern. Gerade wenn man irgendwo im Park ist oder ja, mit anderen Freunden und dann einfach jemanden mal irgendwas massieren kann und
dann eben mit dieser Tantra-Massage gegen Bezahlung. Geld, klar, das kann als Energieausgleich fungieren. Tantra-Massage. Und dann sagt ihr, ich kann auch eine Tantra-Massage anbieten. Tantra-Kursen, ganz Tantra. Ich bin Diplom-Betriebswirt. Tantra-Kurs. So eine Tantra-Massage. Der Tantra-Kurs, Tantra-Videokurs. Für mich gibt es da nichts anderes, was Massage angeht. Eine Massage, wo ganz speziell auch die Lust und die sehr, sehr starke Energie der Sexualität eine Rolle spielt, das ist einfach die Königin der Massagen, meine Meinung nach. Tantra-Kurse, Tantra-Videokurse, das ist nicht meine Worte, aber die Worte eben der beteiligten Person. Man möge sich doch nicht unter Wert verkaufen. Tantra-Videokurs, Rokos-Potluck, Tantra-Videokurs. Bin glücklich. Ich bin glücklich und wünsche euch einen wunderschönen Tag.